Eishockey, das war Toni Neidlingers große Leidenschaft. Deshalb wurde vor dem Spiel des SCR gegen Tabellenführer Bietigheim auch der Platz vor dem Eisstadion nach dem langjährigen Bürgermeister und Ehrenbürger der Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen benannt. Auf dem Eis der SCR ebenbürtig mit dem Tabellenführer Bietigheim. Warum? Weil beide Mannschaften schläfrig starteten. Ein Sonntagsschuss ist es dann auch, der die Bietigheimer in Führung bringt. 1:0, Mark Heatley zieht ab, verdeckter Schuss. Trotzdem, Keller sieht etwas unglücklich aus, den muss er eigentlich halten auf der Fanghandseite. Eine Paradedisziplin des Steelers ist das Powerplay. Da läuft der Puck einfach unfassbar schnell durch die eigenen Reihen der Weißen. Diesmal aber nicht von Erfolg gekrönt. Und als Eichmann dann von der Strafbank kommt, die riss er sich ja mit dem Entlastungsangriff. Rimbeck schließt den erfolgreich ab in den letzten Spielen. Er mit vielen guten Chancen, ein Tor wollte ihm nicht gelingen. Das nun zum Ausgleich für das Tabellenschlusslicht. 1:1, die Karten wieder neu gemischt, aber die Partie zerfahren. Ein Traupass erst bringt die Bietigheimer wieder in Front. Doug Andres mit dem tollen Zuspiel für Marcel Ruttmann und der lässt sich diese Chance nicht entgehen. Keller diesmal machtlos. Weitere Unglücksnachricht für die Rissasier. Er muss raus nach dem ersten Drittel. Trotzdem, im ersten Abschnitt haben sie noch eine Chance. Die Rissasier, die gehört Andrew Lord, der wird aber abgedrängt. Und so der Schuss für Jochen Vollmer, kein Problem. So nun also die Chance für Ersatzmann Sertl, sich zu beweisen. Zweiter Abschnitt und diesmal die Weiß-Blauen im Powerplay. Auch das nicht von Erfolg gekrönt. Doch sie nun mit der Oberhand. Eichmann, zweiter Schuss aus der zweiten Reihe und wieder klingelt's. Vollmer sieht unglücklich aus. Aber jetzt das große Aber, er hat keine Chance, weil Alex Gänze diesen Schuss unhaltbar abfälscht. Sertl besteht die Bewährungsprobe und nun nur noch Garmisch-Partenkirchen im Vormarsch. Wieder Rimbeck, der im Nachschuss scheitert. Gute Aktion von Lord zu Ragan und Henrich. Direktabnahme, Traumtor und auf einmal ist der SCR in Front. Was für ein klasse Pass von Ragan zu seinem Reihenkameraden Henrich. Und ja, es ist die Führung des Schlusslichts gegen den Ersten. Ähnliche Situation, wieder Puckgewinn in der eigenen Hälfte und wieder Tor! Florian Thomas! Das Tor ähnelte nicht nur von der Entstehungsgeschichte dem zweiten Garmisch-Partenkirchener Tor, sondern auch vom Schussstil her dem ersten Bietigheimer Tor. Klasse Aktion von Thomas und dieser Reihe. Weiter geht's. Tor, Tor, Tor. Da ist die Nummer 4, Michi Kreitl. Ist das vielleicht der Geist von Toni Neidlinger, der durch die Halle des Olympia-Eissportzentrums fegt? 5:2. Im zweiten Abschnitt führen sie die Bietigheimer vor. Starker Pass aber auch von Devin, der das Ganze erst ermöglicht. Schlussabschnitt. Nun zieht Bietigheim den Joker und ist gleich erfolgreich. Auch sie wechseln den Torhüter. Andreas Michel im Kasten. Aber erstmal eher gar nicht beteiligt, sondern Markus Sommerfeld, der Ex-Risserseher. Ganz komische Aktion. Erst Kreitl, dann Sommerfelds Rücken und dann sein Schlittschuh. Da verliert Sertl natürlich den Überblick und hat keine Chance. Überzahl Bietigheim und es klingelt. 5:4. Nur noch ein Treffer Differenz. Jetzt wird's eng für die Weiß-Blauen. Die zittern auf einmal, verteidigen nur noch ihren Vorsprung und das ist die falsche Methodik gegen den Tabellenführer. Die gut 50 mitgereisten Fans freut's, die machen Stimmung. Axel Kammerer reagiert mit der Auszeit. Die bewirkt immerhin, dass sich die Gastgeber zumindest ein wenig aus der Schockstarre lösen können. Vollmer mit der Chance, aber schon die nächste Aktion wieder unglücklich. Kattan räumt Heatley auf dessen Weg Richtung Slot weg, kassiert folgedessen 2 Minuten wegen Behinderung. Und in so einer Phase darf man den Steelers keine 2 Minuten Überzahl gönnen. Schuss von Just! Der schlägt ein und die Rissaseer taumeln ihrem K.O. entgegen. Nach 5:2 Führung jetzt 5:5. Der Puck läuft perfekt und findet den am besten postierten Spieler
zum Ausgleich. Doch immerhin einmal haben sie in diesem letzten Drittel Glück, als David Rottmann nur den Pfosten trifft. Zum Abschluss die Szene, die die SCR-Verantwortlichen auf die Palme bringen sollte. Ist sein Schock schon, bevor der Puck die blaue Linie überquert, im Angriffsdrittel oder nicht? Wir haben nur die Handbewegung des Linienrichters und auf die müssen wir leider Gottes vertrauen. Er zeigt an, kein Abseits. Robin Jus trifft erneut, diesmal zum Sieg, genau eine Minute vor Schluss. Lange Aussagen der Steelers und natürlich der Heimmannschaft, eine klare Abseitsposition. Aber als zweiter Faktor muss man auch Corbinian Serkes Abwehrversuch erwähnen. Ihn darf er einfach nicht durchlassen in der Situation. Das ist einfach das Pech, das du hinnehmen musst, wenn du ganz, ganz unten stehst. Für die Steelers 3 Punkte im Meisterschaftskampf für Ralf Bader, den Manager. 3 verschenkte, vor allem für Selbstvertrauen. Dementsprechend verständlich ist er nach der Partie auf 180. Bei uns gibt es noch die Stimmen von Co-Trainer Winkler und Trainer Kamera zum Spiel und den Überblick über den Spieltag. Frühes Tor im dritten Drittel, das hat uns zurückgebracht. Und so unglaublich das zweite Drittel war, so unglaublich war das letzte Drittel. Aber man muss auch schon sagen, es waren natürlich auch 2 Schiedsrichterentscheidungen, die sehr dieses Spiel beeinflusst haben. Das muss man auch klar sagen, weil das war keine Strafzeit gegen Gottan. Und dann ist natürlich ein Meter abseits, das muss man auch ganz klar sagen. Also, wenn du halt hinten stehst, wird alles gegen dich gepfiffen und so ist es halt. 4 Tore gab es auch in Schwenningen zu bestaunen. Die Wild Wings siegen mit 10:2 zu Hause gegen Dresden. Bremerhaven, Krimmitschau 3:4. Heilbronn gegen Rosenheim 1:2. Und die letzten beiden Matches gehen ins Penaltyschießen bzw. die Verlängerung. Hannover gegen Lausitz 4:3 und Landshut gegen Kaufbeuren 4:3 nach Verlängerung. Der SCR damit weiter letzter, jetzt schon mit 6 Punkten Rückstand auf den ESVK. Ganz vorne eben die Steelers. Team Gleichschritt mit den Wild Wings marschieren.